Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Stardew Valley mit dem Fernseher-Dieb Herr Buma. Hey, ich mach nichts, ich angel dein Fernseher. Tschüss, ich gehe. Heute ist Eierfest. Heute ist Eierfest, nimm doch mal dein Popo aus dem Bild. Erden. Hallo, du hast zu gießen und nicht zu ernten. Geh weg. Gieß, Junge. Du hast immer noch nicht schon von Teil 2. Los, geh gießen. Warte, wo ist denn das Teil? Jetzt hat er seine Gießkanne weggelegt. Ernsthaft? Du sollst gießen. Wie kann man noch nicht wissen, wo man seine Gießkanne hat? Wo habe ich meine Gießkanne? Meine Gießkanne nicht. Vielleicht in der braunen Kiste? Warum haben wir eigentlich nur eine Gießkanne? Was sind wir für arme Leute? Ich habe meine Gießkanne in der Tasche, deswegen. Das ist alles verbrannt hier. Das ist nicht verbrannt. Total, ey. Ich verbrenne dir kleinen Hintern. Robin, die Faule macht auch nichts. Na, heute ist Eierfest, da wird die nichts machen, außer Eier suchen. Ach nee. Nee, nur ihr Sohn? Nee, warte mal, macht der mit? Die ganz Jüngsten machen mit, die Kinder. Na, nee, Abigail macht mit. Sam macht mit. Ich hab kaum Energie, ey, und das soll ich Eier finden. Sebastian macht auch nicht mit. Und Maru auch nicht. Hallo, du musst ja alles gießen. Ich suche einen Brunnen. Der wird da noch gebaut, da! Die Faule ist doch nicht da! Ich muss schon mal ein bisschen Wasser reinmachen. Ich will zum Eierfest und der wird nicht fertig hier! Wo hast du jetzt die Gießkanne her? Das ist meine eigene, du Pappnase! Du hast eine eigene Gießkanne? Jeder von uns hat eine Gießkanne. Frechheit! Ich hab meine bloß in die Kiste abgelegt! Ja, ich will zum Eierfest, gieß schneller! Schneller! Du hast die Katze vergessen! Ich soll die Katze gießen? Nein! Ach, ich geh schon mal. Mal gucken, ob du mit reingebeamt wirst, wenn ich hinlaufe. Lade auf mich! Ich will mit! Ich will gewinnen. Haha! Das ist voll eine Frechheit! Aber muss ich auf diesen warten? Warte. Ah, der Mann ist so langsam. Hallo, mach jetzt! Los geht's. Schatzi, ich möchte eine Vogelscheuche. Kein Geld dafür. Mit dem Vogelscheuche her. Dann will ich den Plüschhasen haben. Ja, auch kein Geld. Ich habe Erdbeersamen gekauft. Wir haben noch 200. Gefällt's dir, Karoma? Ja, ich will Eier suchen. Komm jetzt. Hallo, ich kann nicht nochmal mit dem reden. Warum? Warum kann ich nicht nochmal mit dem reden? Ja, du bist ein hübscher Hase. Kannst du mit ihm reden? Ja. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, ich will Eier suchen. Bist du bereit? Eier suchen. Los jetzt. Wie ich einfach in der Bewegung gestoppt wurde. Ich bin zurückgespurtet. Sag mir nicht, ich muss zugucken. Nein. Ich darf mitmachen. Wie viele einfach jetzt dabei sind, ja? Müssen wir das jetzt vorlesen, ja, ne? Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten der jährlichen Frühlingseiersuche. Juhu! Ich will jetzt. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ich will Eier suchen. Mich muss laufen. Nun denn, sind alle bereit? Nein, warte. Mein Schnürsenkel ist offen. Lasst die Eiersuche beginnen. Eier! Nee, komm. Das ist unfair. Du hast einen Schnürsenkel offen. Mhm. Hallo? Du hast einen Schnürsenkel offen. Ich hab keinen Schnürsenkel offen. Nimm dann weg. Sie hat gecheatet. Ich wurde abgehängt. Nein! Ich hab die 5. Hey, ich will auch. Die hat mir alle Eier weggenommen. Werden die wenigstens zusammengezählt? Weil auf 10 komme ich jetzt nicht. Ey, wieso hast du sie? Bin ich? Das ist voll unfair. Jetzt kein Ei mehr, Alter. Das ist voll unfair. Ups, ich dachte, die ist ein Ei. Ich dachte, die Kleine ist ein Ei. Ich will das Ei. Ey, verdammt, ja. Nein. Hat jetzt Abby gewonnen oder wir? Weil ich habe nur 7 und Abby hat, glaube ich, immer 8. Nee, Abby hat gewonnen. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Nein, hättest du nicht. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. W-
Wehe, die hat gewonnen. Dann Angel Stern Hut vom Kopf. Yay! Mein Hut! Mein Hut! Mein Hut! Die hat gecheatet! Hier ist dein Preis. Viel Spaß! Ich habe einen Strohhut gekriegt. Unfair! Du darfst nächstes Jahr gewinnen. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Wer sagt, dass du mich gewinnen lassen darfst? Geht's noch? Ich Klubs hackt. Warten auf Spieler 2. Mein Schnürsenkel war offen, das zählt wow, nicht. Wow, das, ja, was machen wir jetzt noch? Das war die Eiersuche, schönen Tag noch, ich gehe schlafen. Wir machen jetzt aber nicht die Folge aus, geh weg, ich will mich auf dich draufknallen, yay. Ach Gott, der hat schon wieder gepupst. Ich habe Erdbeeren, aber die werde ich noch nicht anbauen, die werde ich aufheben, bis wir 304. Warum willst du nicht? Achso, wegen. Weil die ja immer wieder kommen und jetzt kriegen wir nur noch einmal. Das ist was. Dann musst du mal schneller das Gewächshaus da reparieren. Was brauchen wir da eigentlich für? Willst du das noch? Die Speisekammer muss voll sein. Wo ich jetzt was abgeben gehe. Ich will die Samen nicht wegschmeißen. Ja, der Blumenkohl ist fertig. Warte mal, wir können noch. Soll ich den verkaufen? Einen müssen wir noch aufheben. Ich habe immer noch keine Hofarbeit, ne? Also. Ich wollte gerade die Melonsamen anpflanzen, bin ich doof? Brauchen wir da einen besonderen? Nö. Herkömmlicher Blumenkohl reicht. Ja, einen einfach aufheben, bitte. Weil wir müssen. Soll dann irgendeine Kiste? Ja, in die Lilane. Ich muss gleich lesen. Wir müssen ja einen abgeben bei. Wie heißt sie? Sams Mama will doch später einen. Mama? Ja, ich glaube, selbst Mama will später ein. Hab schon wieder kein Wasser, ey. Deswegen baut Troppeln ja jetzt, ne? Die Bauleute hat ja gestern begießen? Nicht gemacht. Ich glaube, die wird davon nicht schneller. So. Haben wir denn noch Aufnahmen und tiefer in die Mine? Ups, ich habe immer noch nicht Aufnahmen gemacht. Hast du die Felder hier oben gedüngt? Na ja, schon lange. Ich muss dann um 9 was Neues kaufen. Dafür. Du hast nämlich noch nicht hier angebaut bei dem Ehen. Ja, ich konnte ja gestern nichts kaufen. Die ja. Hat nur Erdbeeren verkauft. Ganze Geld für Erdbeeren ausgeben, ich konnte nichts kaufen. Erdbeeren. Erdbeeren sind wichtig. Die bescheißt den Ehenatur hier. Vergiss das nie, Erdbeeren sind wichtig. Also hier Glück kommt einmal Blumenkohl und den Rest kann ich verkaufen, ja? Ja, einen brauchen wir bloß. Tier, Nutzpflanze, Nutzpflanze. Da war doch Nutzpflanze-Qualität. Ach, ich bin doof. Muss ich dann nochmal aufmachen. Muss ich hier irgendwas Besonderes sammeln für das Gemeinschaftszentrum? Nö, das haben wir schon. Wir kriegen jetzt gerade die Speisekammer müssen wir voll haben. Ah, das kriegt man noch nicht. Das könnten wir auch nicht. Das ist auch so was Unmögliches, hä? Also das geht aber. Käse Honig, aber du kriegst das nicht im ersten Jahr voll, weil. Also das schon, das andere auch, sind Sommer und Qualitätsteil. Oh, du hast schon 5 goldene Pastinaken abgegeben. Also das Speisekammer kriegst du fertig, aber das schwarze Brett zum Beispiel nicht. Hallo kleiner Knubbel. Na mir wäre ja wichtig, dass wir erstmal das Gewächshaus, wie gesagt, schnell fertig kriegen. Ne? Da können wir ja. Ah, wir haben Heizraum gekriegt. Das heißt, ich kann jetzt noch mehr abgeben, ne? Das kann ich abgeben. Das haben wir nämlich, glaube ich. Durch mich. Hier fehlt uns nur Gold. Hier haben wir nicht mehr, noch nicht alles. Gut, da gehe ich aber erstmal noch bei Fair was einkaufen. Ich habe eine Narzisse. Das ist die auch immer? So. Wo ist denn eigentlich Haley? Die hat doch Geburtstag. Weiß gar nicht. Ja, hier ist eine Aufgabe, was willst du denn? Nö, dir gebe ich nicht mehr, du bist undankbar. Grüne Ladung Bohnen. Nee, aber ich habe keine Bohnen für dich. Hat bloß 3-4 angebaut, ne? Ja, aber sind auch keine Fertsch. So, jetzt versuchen wir mal noch weiter runtergehen. Mein Geld geht schon wieder alle. 3, 4 noch, ne? 2, 3, 4. So. Ah! Das war keine Absicht, ich wollte das starten. Blöd, dass die Energie immer nur so schnell runtergeht. Seine Energie. Dafür meine. Ich komm ja nicht dazu. Spitzhackeneffektivität wird erhöht. Nein! Bring mir was Schönes mit. Ich hab eine Steinschleuder. Ein Quarz. Ein Quarz willst du haben? Na, aber den gefrorenen. Ja, du bist doch jetzt gerade im. Ja. Garten, nur mal gucken, ob ich da was kriege. Das brauchen wir nämlich fürs Gemeinschaftshaus. Das kommt hier rein.
Weil wir haben, glaube ich, noch keinen, ne? Na, meine Energie. Den kann ich abgeben, den kann ich abgeben, den kann ich abgeben. Das kann ich abgeben. Könnt ihr die drei hier noch aufmachen, ob da noch was Sinnvolles drin ist? Ich hoffe ja, dass du Hofarbeitern endlich mal höher hast. Ja, ich auch. Das Gegen ist schon ganz schön anstrengend, ja? Also ist nicht ohne. Hier brauche ich nur 10 von, den Rest kann ich wegräumen dann. Puh, die Geoden kann ich wahrscheinlich nicht mehr aufmachen. Ach, komm. Und? Weil so viel Geld haben wir, glaube ich, nicht um alle Geoden. Ich nehme sie erstmal mit, aber ich glaube... Nee, warte mal, von der braucht man ja eine. Ich habe ja immer noch meinen ersten Rucksack, ne? Ups. Von meinen zweiten? Ja, ich weiß. Ups. Naja, dafür haben wir die Erdbeeren. Ich muss die Geoden aufkriegen, ne? Aber ich habe jetzt nur normalen Quarz, die müssten wir ohne an Gunther abgeben. Nein, nicht an Gunther. Ach, den müssen wir noch an Gunther abgeben? Ja. Ich dachte, den habe ich schon längst abgegeben, dann nehme ich doch gleich noch ihn mit, wenn ich darüber laufe. Gefrorenen Quarz, Geode habe ich jetzt gekriegt. Nicht Geode, den Quarz, also diese Träne. Da gibt es doch diese Träne, so. Die so rumlischt. Ja, und bei mir ist jetzt sowieso aus, weil ich habe keine Energie mehr. Es ist auch blau bei dir, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also, nicht, dass du blau bist, aber... Ganze Zeit! Heidi! Hä? Die haben gerade einen Weg frei gemacht, wie ich hier rauskommen könnte. Aber ich will nicht. Heidi, du bist merkwürdig. Na los, kommt alle her! Geh erstmal rüber, weil sonst ist der zu. Yeah, alle auf mich! Gib einen aus! Dieser Mann liebt das Kämpfen, es tut mir leid. Ah, noch eine Treppe. Wie viele Treppen denn noch? Die gibt dir was zu essen droppen. Das wollen sie aber nicht, oder? Nee. Essen droppen ist uncool. Jetzt habe ich noch eine Treppe. Inventar ist voll. Was schmeißen wir mal weg? Harz brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt. Das hat Gunther auch noch nicht gekriegt. Kurz mal gucken. Kann ich irgendwas... Das hat Gunther auch noch nicht gekriegt? Nee, ich kann nichts herstellen. Gut. Naja, gut, ich muss jetzt eh hoch. Ich hab ja... kann ja nichts mehr machen. Wow, wir haben genau Geld für alle Geoden zum Aufmachen. Okay. 20 Eisen. Das ist doch schon mal was. So, jetzt ich hab nur 5. Ich hab auch so eine Geode gerade 20 bekommen. Jetzt geht mal brauchst du noch eine gefrorene? Kann man da noch Geld zu? Also... Ja, aber bis 16 wirst du nicht unten sein. Wieso? Bin doch schon auf dem Weg nach unten. Du kannst es gerne versuchen, bei ihm noch abzugeben. Glaubst du, ich bin zu langsam? Nein. Bis 16 Uhr? Ja. Okay, das könnte knapp werden. Ah, besonders, weil ich falsch laufe. Was kriegen wir denn als Belohnung? Ja, es ist doch zu weit. Das Ding kannst du doch behalten. Das machen nur Klimpergeräusche. Dum-di-dum. Du solltest Hayley was schenken, aber dann würde ich lieber eine Blume nehmen. Hab ich doch. Narzisse. Das ist Caroline, nicht Hayley. Hayley ist die mit den blonden Haaren. Gerade die. Es hat beim Durchsuchen des Mülls Patty erwischt. Du's? Aber dafür Kekse gefunden. Und jetzt isst er die auch noch. Ja, ein bisschen mehr Energie wäre schon gut gewesen. Für Müllkekse. Vor allen Dingen, es nutzt ihm ja jetzt nicht. Evelyn hat ihn erwischt. Sag mal. Der Mann wird nur erwischt beim Müllwühlen. So. Schleim haben wir nicht aufgehoben, ne? Doch, ich habe 2 Stück. 99 brauchen wir. Und die Dinger meine ich, die und die brauchen ich wir. Ich müsste noch mal im Lager gucken, ob wir da irgendwas haben. Ja, ich glaube, wir haben sie nicht aufgehoben. Also geht auch, wenn du von den Geistern Solaressenzen und sowas dann kriegst. Das können wir dann auch abgeben. Geht doch mal weg. Muss hier durch. Im Übrigen, das ist Hayley, die du gerade schubst. Ja, ich weiß. Die etwas, besondere Art und Weise. Du kannst ja mal, wenn du deine Taschen geleert hast, am Strand und so gucken. Ich würde erstmal die Taschen leeren, bevor ich irgendwo gucke, weil du bist voll. Am Strand gucken, ob du irgendwas noch findest. Was jetzt sagt, dass ich voll bin? Ich bin überhaupt nicht voll. Die Kekse waren mit Alkohol. Evelyn backt mit Alkohol anscheinend. Wo sagt die, dass ich voll bin? Ich bin doch gar nicht voll.
Er will mal mehr Geld beitragen, wie ich. Ich sehe das schon. Wieso ist Inventar voll? Ist das so hohe Qualität, ja? Ich habe gesagt, ich würde erstmal meine Taschen leeren. Dieser Mann kann nicht hören. Ich will aber auch den Quarz nicht wegschmeißen. Warum ist es so hohe Qualität? Ne, egal. Egal. Schmeiß doch den Quarz weg. Wir haben genug Quarz. Wir haben 17 Quarz in der Kiste. Vielleicht brauchen wir den ja nochmal. Wofür? Ich habe sogar schon verfeinerten Quarz gemacht. Schmeiß ihn halt weg. Selber schuld. Meine Musik ist weg. Meine Musik ist gestorben. Silber noch? Ach, das ist jetzt Gold noch. Ja, natürlich. Dann schmeiß die Flügel von den Fledermäusen weg. Die haben wir auch genug. Braucht man die nicht auch für Nein, das... Nein, die hab ich schon gerade abgegeben, 10 Stück. Aber für das Dings braucht man da schon 99? Nein, 10, da brauchen wir 99 Schleim. Also kann ich die auch weg, ja. Gut. Okay. Goldene Frühlingsfieber. Haben wir hier noch welche? Nö. Fortschritt, Tiere aufziehen. Das müssen wir auch noch machen. Mal ein bisschen Gold sammeln für erstes Stall. Silo. Ja, das sowieso. Wir brauchen nicht nur Gold, wir werden auch Holz und so brauchen. Muss man in der nächsten Folge mal dran denken, ein bisschen Holz und so zu fällen. Aber warum unbedingt das Silo so schnell? Naja, das Silo als erstes, um die Nahrung zu speichern. Hallo Lea! Wo? Ich hab grad eine Angel. Ja, ich brauch einen Köter. Macht gerade Abendspaziergang. Nein, die geht gerade nach Hause. Nein, die macht Abendspaziergang. Geht ins Bett! So. Lass die Elliot, sonst ist der traurig. Was war denn das? Ach, und zu meiner Frage, ob von Robin die Kinder mitmachen. Ja, Maru war dabei. Sind mir jetzt mal aufgefallen. Ja? Ja, Maru macht mit. Maru geht mit Eiern. Hör auf, wie solche Geräusche zu machen im Dunkeln. Wer? Kannst du mal leiser angeln? Klubs noch. Ich weiß von nichts. Ich angel gerade nur blöde Grünalgen. Echt mal hier, Frechheit hier, so einen Lärm zu machen. Harter und wütender Müll. Dieser Mann und die Mülltonne. Ich will Kekse. Gibt's ja keine Kekse. Wir müssen auch auf alle Fälle das Haus dann noch ausbauen, dass du deine Kekse bekommst. Ich freunde mich ja eigentlich mit Evelyn schon an. Was? Ach, du bist oben auf der Brücke, ich habe mich schon gewundert. Siehst du eine Brücke und weißt nicht, wo ich stehe, oder was? Ich sehe eine Brücke und sehe dich nicht. Du bist ein Geist. Ich gehe jetzt, jetzt habe ich Müll gehangelt. Ich habe keinen Bock mehr. Geh in mein Bett. Abby, möchtest du ein Stück Holz? Was soll ich damit anfangen? Weiß ich nicht. Wieder ins Wasser schmeißt? Ein Bier. Hier wird kein Bier gesoffen. Komm jetzt heben. Aus Ecke Geld für Bier. Komm jetzt heben, es gibt keine Party. Nicht Bier für dich, komm heben. Na ja, gut. Komm sie heben, Junge. Die Frühlingszwiebel darfst du aber noch verkaufen, ja? Ja, was ob's weiter. Die gefrorene Geode, die lege ich dir wieder in diese komische Minenkiste da, ne? Na, die kann in die richtige Minenkiste, weil wir brauchen sie jetzt nicht mehr fürs Gemeinschaftshaus. In der richtige Minenkiste, jetzt guck ich mal. Die hier so. Außen. Moment, ach, da hast du schon erleuchtet. Geh da raus. Ich brauch Kohle. So. Glaub's noch. Ich hab hier ein Stück Kohle mit. Silber, gefrorene Geode. Hat das nicht Geräusche gemacht, das Ding? Ah, oh, schade. Wo hast du den Schleim reingelegt? Der Schleim kommt jetzt erstmal hier in die Kiste, wo ich dran bin. Oh, geh weg. Damals nur zwei Schleim. Wir haben wirklich den immer weggeschmissen? Sieht so aus. Frechheit. Warum ist der Blumenkohl in der Kiste? Falsche Kiste. Lila eine Kiste, bitte. Zack. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So. So. Es wird spät. Hat das Ding hier nicht mal Geräusche gemacht? Das da? Das da? Was? Das da? Oder war das das andere? Nee, das war so ein komisches Glockenspiel, keine Ahnung. Okay, ich dachte, das war das. Ich glaube, das leuchtet immer noch. Oh, ich dachte, das kannst du immer noch reinstellen. Ich konnte es da rausstellen. Naja, gut. Gucken wir mal, wie viel wir eingenommen haben. Oh! Sammeln. Langweilig, Hofarbeit bitte. Ah, Axteffektivität nochmal erhöht, hä? Und dafür kann ich jetzt einen Überlebensbürger kreieren, ne? Ich kann jetzt mal kredenzen hier. Aber ich habe immer noch keine Hofarbeit.
So, 94 Gold hat er gute beigetragen, plus den Blumenkohl, den habe ich verkauft. Ja. Ja, und den Rest habe ich, die 314 und die 195. Da so viel Geld gebracht, ach, die Fledermausflügel, okay. Muss was dazu sagen, ne? Zu mir sagen, ich soll die 10 Fledermaus... Vor allem 10, ne? Guck dir den Goldbetrag an. Ich soll die 10 Fledermausflügel wegschmeißen von meinem Dungeon. Und da kriegst du so viel Gold für? Ist langweilig. So. Ich bin geschockiert. Ich würde ja sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dieser Mann ist immer noch schockiert. Tschüssi. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.